Ja, Anforderungen von der Stadt Meppen aufgrund dessen, dass die Gänse Personen, Kinder und Radfahrer angreifen. Wir haben versucht, die in eine Ecke zu drängen und dann mittels Netz und Catcher die einzufangen. Die eine hat ein bisschen gefaucht und ist ein bisschen entgegengeflogen, aber ansonsten ging das relativ ruhig ab. Konnten wir sicher ein Netz drüber werfen und die einfangen. Hier ist ein kleiner Teich. Direkt daneben gelegen ist ein Kindergarten und auch ein Spielplatz. Und aufgrund dessen werden die Gänse eingefangen und einem Bauern übergeben, wo sie es gut haben. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, ich schiebe die alle Richtung Ofenrohr hin, so den typischen Nutzen, aber ich glaube, hier dürfen sie alt werden. Die sind so nett. Ich habe den Gänsen schon einen Namen gegeben. Wie heißen die denn? Die Gänse heißen jetzt Florian und Valeria aufgrund der Feuerwehr. Ich denke, das Problem ist hausgemacht, weil einige Passanten füttern die Gänse, dann fressen die Gänse das Futter auf und andere Passanten oder Mitbürger jagen die Gänse aus Spaß. Ich meine, andere Generationen vor uns haben das natürlich auch schon aus Spaß gemacht, weil Videospiele gab es damals nicht, da musste man Gänse jagen und hat sich da halt einen Spaß draus gemacht. Und ja, die Gänse haben halt jetzt da in Esterfeld ihr Revier gefunden, weil sie wahrscheinlich ausgesetzt worden sind. Und ja, haben das Revier dann halt verteidigt. Und wenn dann einige meinen, den Gänsen zu nahe kommen zu müssen, dann sagen die Gänse auch schon bis hierhin und nicht weiter. Und dann kann das wohl mal vorkommen, dass sie dann schnappen, fauchen, mit den Flügel schlagen. Aber ich bin noch nie gezwickt worden oder er hing mir auch noch nie in der Hose oder die anderen beiden hingen mir auch noch nicht in der Hose. Also unbeschadet wieder aus der Weide rausgekommen. Die melden wohl, wenn hier irgendwie Ungewohntes auf dem Grundstück ist, wie das für Gänse halt typisch ist, sind halt die besten Wachhunde, nicht bestechlich. Legen tun sie auch schon. Also ich hoffe auf Gänsenachwuchs.